So, bittere Medizin. Ja. Ich habe die Medizin, die Petli benötigt. Sie und die kranken Paare warten in ihrem Haus im Schlund darauf. Ich habe die Medizin von Ernesto gestohlen. Ja. Oh ja, Tekeo Level Up. Machen wir das mal schnell. +4, +4. Hm. Packen wir mal was, nö. Mechanik. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die Gruppenhilfe ausgerechnet wird. Ich muss mal kurz dann ins Tutorialbuch gucken, ob da was drin steht. Weil es ist nicht der höchste Wert. Es könnte der Durchschnittswert sein. 4+7 = 11. Ja, das könnte eher der Durchschnittswert sein. Das ist nämlich 20 durch... Ja, okay, das wäre eigentlich hier 5, nicht 6. Das wäre wiederum 4, ja, das würde stimmen. Warum das da nur 4 sind, keine Ahnung. Oder ist es immer die Hälfte von der Gesamtgruppe irgendwie? Nee, das kann auch nicht sein. Dann wären das hier nämlich auch immer noch 6. 5. Nicht 6. Also machen wir mal Arcana. Und hier unten etwas Diplomatie. Weil hier wäre es auch wieder durch die Gruppe 4. Und das sind 10... Durch 3. Hm. Oh ja, 2 Fähigkeiten. Das lernt er sowieso. Der alte Sieg rastet nicht, ehe sein Hunger gestillt war. 12% des Wurzelassen Schaden werden als Heilung zurückkehren. Das ist eine nette Sache. Resistenz gegen Intellektwirkung, resistent gegen Wahrnehmungswirkung. Hm. Nö, wenn dann das hier und wir verbessern das hier. Verwirkte im Wirkungsbereich Macht, Verfassung, Entschlossenheit. Tödliche Schläge während der Dauer des Effekts verlängern seine Wirkung. Hm? Ja. Mir fällt jetzt erst so auf, wie das Tekeo glänzt wie so ein Silberfisch. Bitte hör auf zu tanzen. You have my attention. Ja, das heißt, wir bearbeiten das Lied mal. Uralte Erinnerung. Nimm das raus und das rein. Ach so, squirt man nach hinten und so nach vorne, hä? Okay. Auch gut. Ja. You need a carer. It is no problem. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hier den direkten Weg raus.
zu Dereos Versteck gehen. Netterweise können wir das einfach gleich, da wir jetzt Orientierung in der Enge haben. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kommen jetzt mit Dereo aneinander. Wegen Unikasa. Ukaiso. Unikasa ist die Königin hier. What do you require? Was brauchst du dir? Dereo lehnt sich vor, seine Beinschienen quietschen. A most agreeable topic. Or so I hope. Ein höchst angenehmes Thema, also ich habe ihm wegen dem Horn angesprochen. Das hoffe ich zumindest. Er faltet die Hände zusammen und betrachtet dich über seine langen Finger hinweg. Ich habe ja im Tempel von Ondra tief in der Altstadt eine Musik gefunden. You watchers truly are workers of miracles. Gelade, ihr Wächter könnt wahrlich Wunder wirken. Er klatscht in die Hände und eine Gestalt, die bei der Tür gewartet hat, hastet in die Enge davon. Was für ein Interesse hast du an Ukaiso? Er lächelt, befingert jedoch nervös die goldene Stickerei am Saum seiner Tunika. The mosaic is an ancient work of art. Such marvels must be preserved. Das Mosaik ist ein altehrwürdiges Kunstwerk. Solche Wunder müssen bewahrt werden. Seine Finger bearbeiten weiter den Saum seiner Tunika. Du bist viel zu interessiert an diesem Fund und daran, ihn geheim zu halten. Es kann dabei unmöglich nur um Kunst gehen. Unter seinen Fingern löst sich ein dünner Goldfaden. Er sieht ihn stirnrunzelnd an. Let us discuss your payment instead. A suitable enough topic, no? Lass uns über deine Bezahlung sprechen. Das ist doch ein höchst willkommenes Gesprächsthema, nicht? Er räuspert sich und zieht eine Donnerbüchse hervor. Nach einer kurzen Pause dreht er sich um und hält sie dir entgegen. Never let it be said that Dereo does not pay a fair price. Niemand soll behaupten können, dass Dereo keinen fairen Preis bezahlt. Was ist ein Gegenstand da, der Küchenherd? Aha. Dieser Gegenstand wurde in deinem Lager abgelegt, also den gucken wir uns gleich an. Ich habe Erfahrungspunkte gehalten. Ja, es wäre eine Schande, wie jemand das behaupten würde. Er schenkt dir ein respektvolles, wenn auch angestrengtes Lächeln und nickt einem Diener zu, der dir einen Mundbeutel hervorzieht. Nochmal 200 Now, Kupfer, okay? Allow us to put the question of money to rest. It is an unseemly topic to linger on. Und jetzt erlaube uns, die Frage der Bezahlung hinter uns zu lassen. Es ist ein unziemliches Thema, über dem man nicht verweinen sollte. A moment, dann lebt mal wohl. Almost forgot. Einen Augenblick, das hätte ich beinahe vergessen. Er nimmt die Stickerei vom Tisch und faltet sie. Sie ist größer, als sie ursprünglich ausgesehen Bergenblank. Hat. Take it and indulge my vanity. Balkonplanka, nimm es und schmeichle meiner Eitelkeit. Erreicht dir eine liebevoll gearbeitete Flagge. Ja, Farben der Prinzipien. It is not as grand as the sails I once made, but my fingers are ever restless. Dies ist nicht so gewaltig wie die Segel, die ich einst gemacht habe, aber meine Finger sind immer noch ruhelos. Jetzt habe ich noch einmal die Segel der Prinzipie. Dann kann ich mal kurz in mein Schiff gucken. Jetzt habe ich sie wieder zweimal, die Farben. Ja, was Nahrung angeht. Müssen wir wie bald wieder Vorräte kaufen. Wenigstens ist das mal gefixt worden. So, Essen habe ich wieder genug reingepackt. Trinken ist halt jetzt das Problem. Wobei ich ja gesagt habe, ich kann mit Obst dem Wasser entgegenwirken, wenn es notwendig ist. Oder ich kaufe einfach bei Gelegenheit nochmal ordentlich Ale oder Milch ein. Triumph von Dereo, dem Mageren? Wo habe ich das denn hier?
Weil das ist ja eigentlich die Rehe oder Magere. Ich mache hier mal kurz einen Quicksave. Weil ich will gerade mal noch was gucken. What do you require? Was brauchst du? A most agreeable topic. What do you was require? Anderes. Ich habe Geld gefunden. Ein Mann mit Kurzsätzen. That is rarer than teeth in a clam. In Nekataka ist das Sinn als eine Muschel mit Zehen. Who says virtue is its own reward? Behalte es. Soll noch einer behaupten, dass Ehrlichkeit sich nicht auszahlen würde? Er schnippt mit seinem schlanken Finger und lächelt großmütig. Dann lebt wohl. Da wir jetzt eine Donnerbüchse haben, die wahrscheinlich wo gelandet ist? Hier. Der Küchenherd. Macht nur 4 bis 6 Schaden. Hat 8 Durchschlagskraft, hat aber 4 Geschosse. Minus 10% Genauigkeit mit Donnerbüchseangriff. Kritischer Schaden. Mehrfachschuss. Schleier durchdringend. Außergewöhnlich. Nachladegeschwindigkeit gewährt wilder Schuss. Das ist nämlich eine perfekte Zweitwaffe. Will ich mal so sagen, wenn ich mal in den Nahkampf gezwungen werde. Zusammen mit einer guten Pistole macht das sicherlich was her. Wobei ich ebenso gut... Edon Xoti haben es nicht. Alof habe ich es auch nicht gegeben, oder? Dann habe ich es irgendjemand anderem in die Hand gedrückt. Habe ich nur das Gefühl, diesen einen Pre-Order-Gegenstand, den ich noch bekommen habe, da diesen Säbel, der nur in der Offhand geführt werden kann. Der ist wahrscheinlich bei Seraphim gelandet, so wie das aussieht. Weil bei Palegina wird er nicht gelandet sein und bei Maya kann ich es mir auch nicht so wirklich vorstellen. Also machen wir es so. Und irgendwie hätte ich Bock, das dann auch mal auszuprobieren mit den beiden Knarren. Wobei eine zweite Donnerbüchse vielleicht intelligenter wäre. Oder einfach ein Schild. Aber nee, zwei Knarren klingt irgendwie cooler, auch für mich als Kapitän. Ja. You have my attention. It will be so. Gut, das heißt, wir verlassen jetzt Direos Anwesen und gehen zum Schlund. Und dort werde ich dann erstmal speichern müssen. Bevor wir da die restlichen Sachen abklappern und dann gucken, wie wir weitermachen. Naja gut, ich habe gesagt, ich will dann zum Tempelbezirk und dort die Katakomben machen. Aber danach müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Und ja, es gibt sehr viel zu tun in diesem Spiel, was ich wieder sehr cool finde. Als ich klein war, ich und meine Brüder haben uns Stunden durch die Merkberry-Felder verfolgt. Ich glaube nicht, dass ein Tag vorbei ging, dass ich keine Skin-Knie oder einen blutenden Ellbogen hatte. Oh, we did that sometimes. Only my brother usually had a hand in the bleeding. He older or younger than you? Either way, I bet he's just as strapping. Older. Was. Was older. Then Raid Sarah's invaded. Oh, I didn't... I mean, I... Of course, it's... gone, but I'm so sorry. Ja, ich glaube, den Text hatten wir, glaube ich, schon mal, aber ich lese ihn trotzdem noch mal vor. Als ich noch klein war, haben meine Brüder und ich Stunden damit verbracht, uns gegenseitig durch die Düsterbärenfelder zu jagen. Ich glaube, es ist kein Tag vergangen, an dem ich keine aufgeschlagenen Knie oder blutenden Ellbogen erlebt habe. Das haben wir manchmal gemacht, allerdings hatte mein Bruder meistens bei der Blutung seine Hand im Spiel. Ist er älter oder jünger als du?
Wie auch immer, ich vermute, er ist ein ebenso strammer Kerl. Er ist älter, oder vielmehr er war älter. Dann hat uns Miss Service überfallen. Oh, ich wollte nicht, ich meine, ich... Natürlich, das ist Gaun, es tut mir so leid, ja. Gut, mit diesen Worten verabschieden wir uns erstmal für heute. Indem wir LP026 speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.